Hi, ich bin die Michelle und ich zeige euch heute einen österreichischen steirischen Klassiker, und zwar ein Cordon Bleu mit Kartoffel-Vogelsalat, und zwar auf meine Art. Als allererstes habe ich mir dafür ein Schweinskarree zugeputzt und mit dem Schmetterlingsschnitt mir eine schöne Scheibe runtergeschnitten und die dann auch plattiert. Habe diese dann gewürzt mit Salz und mit Pfeffer und dann geselchtes und so einen Alpenkräuterkäse reingelegt, einfach für ein bisschen einen anderen Geschmack als wie den normalen Standard Schinken und Käse. Habe das dann zusammen gerollt, weil es einfach schöner ausschaut beim Aufschneiden, und das wird dann paniert mit ganz normal mit Mehl, mit Ei und mit Bröseln, und als Feinheit habe ich in diese Bröseln noch Kürbiskerne und Panko-Mehl. Panko-Mehl ist so ein japanisches, gröberes Semmelbrösel. Da habe ich es gewälzt und dann einfach bei niedriger Temperatur ausgebacken, also so bei ca. 160 Grad, weil sonst wird es außen einfach nur schwarz und es ist innen aber nicht durch, und es sollte der Käse eigentlich schön geschmolzen sein in der Mitte. Dann für den Kartoffelsalat habe ich einfach festkochende Kartoffeln, die habe ich einfach gekocht mit der Schale, habe sie danach geschält und in eine Marinade gelegt von Rindsuppe, Öl und Essig, und ziehen lassen. Also das ist auch wirklich ganz wichtig, dass das gut durchzieht, damit die Kartoffel einen guten Geschmack bekommt. Dann wird die einfach nur noch verfeinert mit Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch, Petersilie, einfach nur ein bisschen Farbe reinzubringen und schönen Geschmack reinzubringen, und gewürzt mit Salz und mit Pfeffer. Dann obendrauf habe ich noch ein bisschen einen Vogelsalat gegeben mit einem Apfeldressing und Kernöl, einfach um das Steirische ein bisschen zum Unterstreichen. Und dazu kann man natürlich immer gerne Preiselbeeren, Ketchup und natürlich auch eine Zitrone dazu genießen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann ihr das bei mir probieren könnt, dann habt ihr da die Möglichkeit, immer Montag bis Freitags von 11.30 Uhr bis 14 Uhr beim Mittagsmenü. Schaut da unbedingt mal auf die Homepage, da findet ihr immer das neue Wochenmenü, und da gibt es hin und wieder auch mal ein paar österreichische Klassiker wie ein Cordon Bleu, so wie das hier. Und ich freue mich schon drauf, wenn ihr das mal probieren kommt.